zusammenzuzählen. Ja, ich hatte hier schon ein paar Sachen gezeigt, wie man Strommessungen machen kann am Stromnetz. Einmal natürlich, indem man bei den guten alten Ferraris-Zählern hingegangen ist und die optisch abgetastet hat. Hat mäßig gut funktioniert, aber besser als nichts. Schöner sind natürlich digitale Zähler, die dann auch einen Busausgang haben, in den meisten Fällen dann RS485 oder Modbus. Die sind ganz klasse, haben aber einen entscheidenden Nachteil, denn wir sehen hier schon große Terminals. Strom geht rein, Strom kommt raus. Man muss also die bestehende Verkabelung auseinanderreißen und dann entsprechend den hier dazwischen setzen. Ja, bei mir kommt das Thema gerade wieder auf, denn man hat mir gedroht, meinen guten Scheibenzähler wegzuholen und stattdessen ein Smart Meter hinzumachen. Eigentlich sollte man meinen, dass mich das freut, weil hey, endlich sinnvolle Werte, aber erfahrungsgemäß ist das ein ziemlicher Krampf, denn die Smart Meter sind zwar theoretisch in der Lage, genau dasselbe oder sogar noch mehr zu messen als hier so ein Zwischenzähler, nur leider behalten die meisten Anbieter die Pins für sich, man kommt nicht direkt dran. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wenn überhaupt, ist dann vorne am Display nachzugucken oder über irgendwelche Hersteller-Clouds, je nachdem, was man für ein Modell hat, kann man es dann irgendwie online gucken. Aber das ist halt nichts für mich, ich hätte es gerne lokal. Viele haben eine Infrarotschnittstelle und einen Impulsausgang gibt es meistens auch, aber ich hätte schon gerne alle Werte und ja, für alle Werte braucht man Zugänge, die ja, vermutlich ich nicht bekommen werde. Ich lasse mich mal überraschen, aber sicher ist sicher. Das heißt, ich möchte gerne eine separate Zählung, die unabhängig ist vom guten alten Abtaster hier, den ich aktuell halt nutze. Ich hatte dann sehr lange schon auf dem Plan, das selber zu bauen und werde es wahrscheinlich auch tatsächlich mal selber aufbauen, einfach um zu vergleichen, kriege ich es hin. Aber da war was im Angebot und die kennen wir schon. Jo, Shelly ist mal wieder angekommen. Das hier ist der 3EM. Das ist ein 3-Phasen-Electric-Meter, also ein Stromzähler ist es eigentlich nicht. Ich hoffe, der rückt ein bisschen mehr raus. War im Angebot, normalerweise kostet es so um die 100 Euro. Naja, nicht schön, aber auch nicht so viel teurer als so ein Zwischenzähler. Und der große Vorteil bei dem hier ist, den hier, den kann man auch nachträglich nachrüsten, ohne dass man da allzu sehr rumhantieren muss. Wir sehen hier schon grob, was denn hier los ist. Wir haben hier das eigentliche Gerät, sieht schon so im Sicherungsdesign, leider abgerundet. Das ist ein bisschen uncool. Für Deutschland wäre es halt schön, wenn sie rechteckig auch gäbe, weil dann ist der Berührschutz auch komplett durchgehend. Aber hier sehen wir das Geheimnis schon. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sind wir denn? Hier oben, 3 Phasen. Wir haben nämlich unsere 3 Phasen. Die kommen hier an VABC, also unsere Spannungsversorgung, plus natürlich ein N, das Ding braucht ja Strom. Aber die Strommessung, die läuft über hier solche nachträglich aufbringbaren Current Transformer, heißen die Dinger, also Stromwandler. Und die kann man halt nachträglich an beliebige Phasen dran machen. Das Einzige, was man also irgendwie schaffen muss, ist von allen 3 Phasen einen Anschluss mit einer Sicherung dran zu machen. Und das ist meistens einfacher, als da irgendwie die Hauptleitung aufzutrennen. Zusätzlich sehen wir hier eventuell auch noch In-Out. Das Ding hat auch noch ein Relais drin, wenn man irgendwas schalten möchte. Ist, denke ich, aber in den meisten Fällen nicht ganz so. Ja, das Ganze wie üblich über die Shelly Cloud und so. Lässt sich aber wahrscheinlich auch mit Hasmota betreiben. Ich habe da schon mal reingeguckt. Sieht ganz gut aus. Hier sind mal die Specifications für diesen Split-Core Current Transformer. Das ist wichtig, dass es Split-Core ist. Split-Core heißt, dass man die halt so aufklappen kann und nachträglich um ein Kabel drum bekommt. Nicht, dass man das Kabel abschrauben muss und durchstecken. Das wäre halt auch nicht so doll. Die Dinger sind ausgelegt für bis zu 120 Ampere, maximal 140. Wobei man ja schon sieht, Saturation 120, also bis 120 Ampere kann man sauber messen. Darüber werden die Messgeräte, die Messergebnisse mindestens ungenau. Aber ich sag mal so, in Deutschland die meisten Hausanschlüsse, was werden die haben? 60, 30, eventuell, wenn es ganz gut läuft, mal 100 Ampere Anschluss für so ein normales Einfamilienhaus oder sowas. Höhere Ströme wird man eher nicht sehen. Und selbst wenn man höhere Ströme sieht, ihr könnt halt andere Current Transformer kaufen, dann geht das schon. Was haben wir noch? 40 mA Secondary, 1% und 3000 Volt. Jo, nehmen wir das Ding doch einfach mal hier raus und gucken, was wir so bekommen. Das hier ist, wie gesagt, unser Ding für die Hutschiene.
110 bis 240 Volt, also offiziell in Europa nicht einsatzfähig, weil in Europa haben wir bis 255 Volt, müssten es glaube ich sein. Sache ist, wenn man danach geht, was zulässig ist, dürfte man so ziemlich kein Gerät in Deutschland benutzen, weil ja, wenn man die Toleranz einrechnet, die meisten Geräte sind nur bis 240 oder 250 Volt ausgelegt. Wie gesagt, wir haben theoretisch mehr. Das Ganze bis zu 10 Ampere. Bei dem Relais, was wir ausgangsseitig haben. Bisschen schade, 16 ist ja eigentlich der Standard in Deutschland in vielen Fällen noch. Temperatur 0 bis 40 Grad, ja, und 2,4 GHz WLAN bei unter 2 Watt. Okay. Und das Ganze, wie wir sehen können, Hutschienen-kompatibel. Kann man also irgendwie da drauf machen. Und hier haben wir diese Current Transformer. Das wundert mich jetzt, wenn wir reingucken, sehen wir nämlich da eventuell, da ist ein Stecker drin. Ich hatte gehofft, die werden einfach nur geschraubt. Dann hätte man nämlich einfacher andere benutzen können. Aber gut, wir werden es überstehen können. Ich gehe mal davon aus, das hat man gemacht, weil man bei so Current Transformern ein bisschen aufpassen muss. Die kann man relativ schnell kaputt machen, wenn man damit falsch umgeht. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, damit falsch umzugehen. Von daher, ja, ein bisschen schade für mich. Aber na, ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich ohnehin die Original hier benutzen. Die sehen ganz brauchbar aus. Und ja, gucken wir mal, wie die aussehen. Zack. Und da sind wir schon. Und ja, man sieht, hier ist ein Kabel dran. Hätte was länger sein können, wahrscheinlich, je nachdem, wo es installiert. Aber wir haben hier unser Kabel, unseren Stecker, der dann irgendwie hier rein muss. Und wir haben hier unseren Ausgang, den kann man hier so aufklippen. Und dann macht man das um das bestehende Kabel drum. Also wenn wir hier unser viel zu dünne Hausleitung haben, können wir also hingehen, machen das Ding auf, legen es hier drum, machen es zu und schon haben wir das Ding fertig installiert. Und es kann losgehen. Ich müsste jetzt mal gucken. Normalerweise sagt man erst einstecken, dann drum machen. Kann jetzt sein, dass die einen internen Schutz haben. Gerade mal schauen, ob hier was drin steht im Guide. Und es steht nichts drin. Also wahrscheinlich kann man ihn dann auch zuerst drum machen. Dann, ja, werden wir uns das mal so auch zu Herzen nehmen. Und ich glaube, das Ding kann man auch einphasig betreiben. Weil Dreiphasen habe ich jetzt hier auf dem Basteltisch nicht rumliegen. Also bauen wir uns da mal was zusammen und machen uns hier einen kleinen Stromzähler. Erstmal original und dann später natürlich mit Tasmota, sodass wir das auch mit einer freien Firmware betreiben können und nicht davon abhängig sind, das erst durch die halbe Cloud zu schicken. Wobei ich glaube, Shelly gibt auch die Daten lokal raus. Originalfirmware ist also da bei denen sogar ganz okay. Was mich jetzt gerade wundert, es sind nur drei Klemmen dabei. Wir können aber vier anklemmen, nämlich A, B, C, also Phase 1, 2, 3. Und wir können auch noch einen Strommesser für N anklemmen. Das ist ein bisschen schade, dass der nicht dabei ist. Denn ja, manchmal ist es auch durchaus sinnvoll zu wissen, wie viel da gerade über N geht. Na gut, haben wir offensichtlich nicht. Müssen wir wohl mit klarkommen. Die Stecker hier sind ganz normale, ist das Molex, glaube ich. Das heißt, die rasten hier auf jeden Fall ein, wenn man sie einsteckt. Sieht ein bisschen spannend aus hier mit dem Stromschlauch drum, aber es sitzt am Ende ja ohnehin im Kasten drin, von daher. Also, das steht hoch, weil es ein Button ist. Ich wollte gerade schon sagen, ist da was hochgebogen. Gibt schönere Designs, um es mal so zu sagen. Die neue Serie, es gibt zum Beispiel, was jetzt nicht Wechselstrommessung ist, sondern zum Schalten im Sicherungskasten, da gibt es glaube ich Shelly Pro oder so. Die sind dann auch viereckig, die sind teilweise mit Touch-Display. Da hat man wieder andere Sachen, aber sieht auf jeden Fall ein bisschen professioneller aus als ja, dieses hochgebogene Stück Plastik, was als Button hier dient. Na gut, hier haben wir an der Seite auch unseren Programmieranschluss. Wir müssen es also nicht zerlegen, um da eine neue Firmware drauf zu bekommen. Das ist natürlich ideal. Und ja, ansonsten, wie gesagt, N die Außenleiter anbringen. Und das war's. Mehr ist auch nicht in der Packung drin. Sollte aber ja theoretisch auch ausreichen. Gut, ich suche mir mal hier irgendetwas, wo ich einzelne Drähte für die Phase habe. Und dann bauen wir mal einen Test hier zusammen.
Okay, und damit haben wir unseren Testaufbau jetzt nur einphasig. Wir kommen entsprechend rein, haben unsere Messung mit dabei, haben dann hier einen Sonnenauf dazwischen, einfach weil lag hier gerade rum. Da komme ich mit meinem Drähtchen dran. Und von da aus geht's auf eine Steckdose. Am Ende kommt es hier am Kabel wieder zurück. Wir haben unseren Neutralleiter rein, unseren Außenleiter, der hier reingeht. Ja, falsche Farbe, ich weiß. Mehr aber jetzt nicht. Ich habe noch einen Mehrfachstecker dazwischen, sodass ich gleich auch eine Last noch dazu schalten kann. Und der Schwarz am Eingang haben wir einen Stecker und der Stecker wandert jetzt mal in die Steckdose. Wenn ich die abgesicherte finde, nehmen wir die hier. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Theoretisch sollte nichts in die Luft gehen. Nochmal gerade gegenprüfen. Check, check, check. Ja, müsste gehen. Strom an. Okay. Der hier ist jetzt gerade im Config-Modus und hat noch nicht eingeschaltet, deswegen hat der noch keinen Strom. Drücken wir mal. Hopp. Jetzt ist er an. Der hier blinkt ein bisschen. Fein. Ich gehe davon aus, das heißt Config-Modus. Also suchen wir uns mal ein Handy zum Konfigurieren. Okay, und ich habe tatsächlich es noch geschafft, die Shelly-App dann doch nochmal zu öffnen. War gar nicht so einfach, weil irgendwie die App-Entwickler es für eine gute Idee hielten, Kopieren und Einfügen zu verbieten, was mit einem Passwortmanager und starken Passwörtern eher uncool ist. Aber gut, ich habe es dann doch noch geschafft, also versuchen wir das mal. Add Device, Positionsbestimmung müssen wir haben, weil Positionsbestimmung ist auch Bluetooth und WLAN. Dann müssen wir unser WLAN auswählen und das Passwort eingeben. Jetzt sucht er nach Shelly Devices und wir sehen hier schon eins. Da ist schon eins aufgetaucht. Holen wir das doch mal. Okay, include. Yes, please. Kann jetzt sein, dass das fehlschlägt, weil mein WLAN da ein bisschen speziell ist. Ja, verbinden, okay. Net Device, Shelly 3M, ja, kein Raum, kein Bild, passt schon. Ah, yeah, jetzt ist er auch da. Okay, minus 1, minus? Okay, minus 1,9 Watt ist seltsam. Hier fließt definitiv kein Strom rückwärts. Was können wir denn jetzt hier machen? Wir haben einen großen Ein aus, ich schätze mal, dann klickt hier etwas, oder? Jo, der klickt, das klingt richtig, das ist das Relais, was da drin ist. Und wenn wir drauf gehen, jo, Power, Voltage, Current, Overall und ein Powerfaktor von 38, das ist natürlich nicht gut. Das nervt mich jetzt doch schon ein bisschen. Ich meine, das ist zwar jetzt Klemme C, die ich an A angeschlossen habe, aber ich glaube nicht, dass die Kalibrierung sind oder sind sie? Könnte sein, dass die kalibriert sind. Dann klemmen wir mal um und suchen uns die Klemme, auf der A steht. Dann gucken wir mal, ob diese 2,1 Ampere weggehen. Was haben wir hier? Da steht ein A. Dann nehmen wir doch mal die. Also, packen wir mal das hier auf Seite. Machen den Strom wieder aus. Und tauschen unsere Klemme hier. Wieder aufpassen, auf der Unterseite haben wir ein K und ein L, wofür auch immer das steht. L vielleicht für Load und ja, K, keine Ahnung. De facto so rum, bitte. Ja, jetzt ist er wieder da, wieder minus 2 Watt. Tja. Also 2 Watt, ja, aber wieso minus? Minus macht für mich keinen Sinn. Apropos, was passiert, wenn ich hier drücke? Nix. Schaltet also nicht das Relais. Wenn es 2 Watt in beide Richtungen gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay, das ist, weil die beiden hier ja Strom ziehen, dann käme 2 Watt hin. Aber hier so, wenn wir jedes Mal Minus haben, ist das wohl Messungenauigkeit. Schade, schade. Na gut, gehen wir mal durch, was wir sonst so haben. Also Power Factor und so hatten wir ja schon gesehen. Hier sehen wir auch die Consumption. Das ist auch nicht schlecht. Es gibt ein Firmware-Update, das können wir gleich auch machen. Gehen wir erstmal die Settings durch. Timer. Auto on, Auto off, das ist für das Relais, das Schedule auch, IO Actions.
Da können wir sagen, dass wenn irgendwelche Events ausgelöst werden, er Webseiten aufruft. Okay. Internet. Können wir noch ein WLAN dazu machen, wenn wir wollen. Restrict Login, Passwort draufsetzen, macht manchmal Sinn. Und die Cloud ist enabled. Safety, Custom Max Power Protection. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass wenn ein gewisser Wert überschritten wird, dann wird das Relais hier drin ausgeschaltet. Hintergrund, man könnte an das Relais einen Dreiphasenschutz dann dran setzen und so dann alles ausschalten. Ist natürlich keine echte Sicherung, aber hey, immerhin Überlastschutz. Disable Wi-Fi Status LED, damit geht das Grüne wahrscheinlich aus. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass hier oben noch eine LED ist, wo ich keine Ahnung habe, wofür die ist. Firmware Update, ja, gibt ein neues. 2022.04 ist drauf und 2210 ist aktuell. Und was mich jetzt so ein bisschen wundert, es gibt anscheinend kein MQTT. Ich dachte, die hätten das gehabt. Na gut, wir updaten erstmal, dass wir die aktuelle Version haben. Your device is up to date. Okay, jetzt reagiert die App nicht mehr. Gehen wir mal davon aus, dass das schon so irgendwie passt. Gut, da blinkt was, also er macht ein Update, nicht up to date. Einfach nur kaputte Anzeige. Yay. Okay, ich habe in der Zwischenzeit schon mal noch ein bisschen rumgeklickt. Die Web-UI ist irgendwie sinnvoller. Da reagiert noch was. Mal gucken, ob jetzt hier die Sachen auch da sind. Nein, sind nicht. Im Webinterface sind mehr Dinge. Okay, dann wechseln wir mal dahin. Okay, hier haben wir jetzt das Webinterface von der ganzen Kiste. Wir sehen hier auch die ganzen Werte, haben direkt auch einen Download-Button daneben, um eine CSV zu laden. Spannung, Strom, Powerfaktor, ja, das passt alles. Was wir hier aber schon sehen, ich bin schon in die Settings gegangen. Und hier haben wir noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel hier können wir einen Consumption Indicator machen. Ich glaube fast, dass das die LED ist, die wir da oben haben. Machen wir das mal an. Total from all faces. Okay, es gibt hier auch den Eco-Mode, der ist sogar gesetzt. Okay, nice to know. Wir können den Transformer kalibrieren, also wenn wir hier die wechseln, dann können wir die hiermit wieder auf Null setzen. Neutral Current Mismatch. Neutral Current Transformer is missing or not calibrated. Wie gesagt, ich habe halt nur drei. Ich könnte jetzt einen von den anderen natürlich dran machen. Dann hätte ich das jetzt hier bei einphasig, aber ne. Und ja, ansonsten Kanalnamen und so, das hatten wir auch schon eben in der App. So, was wir jetzt noch machen könnten, wäre mal Last draufzulegen. Lasst mal gerade gucken, wie ich das hier hinbekomme. Vorsicht, ich ziehe jetzt mehr Strom. Okay, 24 Watt, das ist schon mal mehr. 63 Watt, oho. So, jetzt lädt auch der Laptop. Das heißt, wir dürften jetzt noch mal ein Stück hochgehen. Die 100 Watt vielleicht schlagen. Oder Minus. Er ist ja sehr fest der Überzeugung, dass es immer Minus ist. Wie gesagt, ich kann es aktuell nicht wirklich nachvollziehen. Und ja, hier so können wir zumindest mal mit der Originalsfirmware da passend messen und schalten und walten. Es gibt auch ein paar Möglichkeiten, das direkt hier so über die Shelly Cloud zu nutzen. Ich glaube, das läuft dann sogar lokal, wenn man die entsprechenden Sachen in Home Assistant macht. Aber wie gesagt, ich hätte gerne freie Firmware. Aber so. Was mir gerade auffällt, ich habe hier Watt, aber kein VA. Er zeigt aber Ampere an und Powerfaktor. Also haben tut er die VA irgendwo intern. Er rückt sie nur anscheinend nicht direkt raus. Bisschen schade. Und ich habe gerade mal die Originalfirmware hier in Home Assistant reingemacht. Wir sehen, das Gerät ist da. Wir haben hier oben unser Steuerelement, womit wir ein- und ausschalten können. Also das Relais, was drin ist. Sehen hier Current Energy, Energy Returned, die, was ist das? Achso, Power Factor und die Spannung für die drei Kanäle. Weiter runtergehen, können wir auch OTA-Update machen, das Ding rebooten oder OTA-Update auf die Beta machen. Und hier unten haben wir nochmal Cloud, Firmware und so weiter. Ein paar Sachen, die mir so ein bisschen fehlen. Das ist zum einen Phasenlage oder sowas, wäre halt auch cool gewesen. Die VA, also Scheinleistung oder Blindleistung, dass wir die auch noch sehen, wäre auch cool gewesen. Kann man zwar jetzt hier ausrechnen lassen, aber
rückt da so automatisch nicht raus. Und was mich am meisten wundert, eins, was ich gerne benutze, ist hier gar nicht drin. Die Netzfrequenz gibt es nämlich anscheinend gar nicht. Okay, ich nehme das mal so zur Kenntnis. Wundert mich, weil bei Phasenlage und so, da kann ich mir noch vorstellen, wieso die das hier nicht drin haben. Weil das zu berechnen, je nachdem, was die für Chips da im Inneren benutzen, kann das durchaus schwierig werden. Aber die Netzfrequenz spuckt jeder Chip raus. Also die hättet ihr mir mitgeben können. Na gut. Aber ich habe ja schon gesagt, ich hätte da gerne Tasmota drauf, also eine freie Firmware-Variante. Tasmota ist eine davon, die nutze ich hier schon an anderen Stellen, deswegen macht das Sinn. Wenn wir mal auf GitHub gucken, da sehen wir auch hier von Godkiller ein entsprechender Thread, wo wir auch mal ins Innere gucken können. Überraschung, ein ESP8266, ein Chip, mit dem man messen kann, was ganz gut ist, weil ein Chip heißt, dass der auch so die ganzen Zusammenhänge zwischen den Phasen und so weiter kennt. Gut zu wissen. Und wenn wir ein bisschen runter gehen, dann sehen wir irgendwo auch ein Screenshot, was das Ding uns so rausgibt. Und hier sehen wir die ganzen Werte, die mir gefehlt haben. Wir haben Frequency, yep, wir haben Power, wie wir eben hatten, aber auch Apparent Power, Reactive Power, den Power Factor als Zahl. Der sieht schon mal ganz gut aus. Was wir aber noch brauchen, das sind Kalibrierdaten. Und wie wir da dran kommen, das sehen wir, wenn wir die offizielle Anleitung uns angucken. Denn diesen ganzen GitHub-Thread, den langen hier, müssen wir uns gar nicht groß angucken. Wir gehen einfach hier auf die entsprechende Seite bei Blackadder. Das ist das Template dafür. Hier ist die Configuration und wichtig: Before installing Tasmota, make sure to retrieve a copy of the calibration data. Und dazu geht man auf die Webseite von dem Ding und macht schräger calib.dat. Und da kriegt man die ganzen Kalibrierwerte für diese Current Transformer. Dann tun wir das doch mal. Also, Ding läuft hier noch, ist noch eingeschaltet und wir machen einmal schräger calib.dat. Und hier haben wir unsere ganzen Werte. Die müssen wir uns wegspeichern. Die brauchen wir nochmal. Interessanterweise stehen hier auch die Angles drin. Das heißt, irgendwas mit Phasenlage hat der tatsächlich auch. Aber das sieht mir eher so aus, als ob er die braucht, um da was zu berechnen und sie nicht selber rausrücken kann. Whatever. Gut, wir haben das gemacht. Dann steht da Edit a line to become a single line. Das können wir später machen. Install Tasmota and use the above template. Das kriegen wir hin. Also gehen wir mal hier wieder auf Tasmota Install, diesem Web-Installer, den wir schon mal gesehen haben. Wir wollen Tasmota. Jo, bitte. Keine Sonderversion. Und das ganze ESP8266 müsste automatisch erkennen. Wir müssen das Ding aber noch anklemmen. Und da, wie üblich, der wichtige Hinweis: Bitte nicht anklemmen, während hier Kabel angeschlossen sind oder Strom drauf ist. Wenn man da hier an der Seite in den Programmierport was reinsteckt, das kann Aua tun. Allgemein, ihr kennt ja den Spaß. Das Ding hier kann Netzspannung haben. Und Netzspannung kann euch, wie heißt es so schön beim Kollegen, lebensgefährlich umbringen. Whatever. So, wenn wir den hier holen von der Seite, dann stellen wir fest, dass dummerweise hier nicht dabei steht, wie die Ping-Belegung ist. Da haben wir es doch, Device-Pinout. Da ist es. Genau. Dann nehmen wir uns mal wieder unseren schönen Adapter hier. Wo ist oben? Das ist oben. So, alles ausgesteckt. Nochmal kontrollieren. Jo. Ist es. Jo. Das ist ein 1,27 mm Adapter auf den großen. Und ja, jetzt habe ich den hier drauf. Ich muss noch ein bisschen was basteln für Strom. Das heißt also, GPIO 0 muss ich ziehen. Und die 3,3 Volt muss ich extern draufgeben, weil der 3,3 Volt von dem hier, der reicht nicht aus, um so einen ESP zu betreiben. Und ich gehe mal davon aus, der Power Monitoring Chip, der genügt sich auch noch ein bisschen was. Ich suche mal Kabel. Also, der zweitletzte GPU. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, der zweitletzte muss auf 0 gezogen werden. Das haben wir schon auf Ground. Da ist eine kleine Brücke drin. Dann kann ich das schon mal weglassen. Und dann haben wir in der Mitte die 3,3 Volt, die wir zuführen müssen. Das wäre hier. Und unser Netzteil hier. Da nehmen wir dann einmal 3,3 Volt, respektive gleich 3,3 Volt. Muss einstellen. Und Ground müssen wir natürlich auch verbinden vom Netzteil.
Das habe ich hier noch einen Pin dafür? Nein, habe ich nicht. Dann gehen wir einfach mit der Klammer hier vorne auf die Schirmung. Die weiß ich, dass die hier bei dem mit Ground verbunden ist. Dann sollte das Thema erledigt sein und das Ding eingeschaltet werden können. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier es schaffen, die Lampen anzukriegen. 3,3 Volt ein. Jo, die grüne Lampe geht an. Okay. Das heißt, wir haben schon mal halbwegs richtig. Dann klemmen wir das Ding mal einen Rechner an. Connect. Auf dem USB gekoppelt. Install. Erase Device. Yes, please. Aber wenn er Erasing hat, müsste er eigentlich das Gerät schon gefunden haben. Ja, das sieht gut aus. Ich sehe auch die TX-LED an meinem UART. Ist jetzt außerhalb vom Bild, aber sie leuchtet im richtigen Takt. Also theoretisch müssten wir gleich etwas Motor haben. Okay, Installation complete. Wi-Fi Manager startet, IP-Adresse. Gut. Dann können wir jetzt mit unserem Handy oder mit dem PC anrücken. Gehen einmal in die WLAN-Einstellungen. Suchen uns im WLAN das Tasmota-Device. Jo, das sieht schon mal gut aus. Wir haben ein Tasmota-Gerät. Wir möchten ins IoT-WLAN, geben unser Passwort ein. Und da ist er schon. Successful redirecting to new device address. Ich bin auch schon gerade über die Adresse verbunden, du. Auch interessant. Gut, wir sind aktuell, meint er, wir wären Son of Basic. Das ist natürlich Unfug. Wir gehen auf Configuration. Configure Other und hier oben können wir unser Template einfügen von der Webseite. Das wäre das hier oben. Nach hier hinten ist ja auch ein Copy-Button. Das fügen wir einmal hier ein. Damit hätte man schon mal so viel. Machen einmal Save. Das Ding startet jetzt einmal neu. Was mich ein bisschen wundert, hier fehlen ein paar Werte. Ich hoffe, das kommt, wenn wir die Kalibrierung jetzt noch reinmachen. Denn was wir noch machen müssen ist On File Do ein End On am Schluss. Dazu geben wir die Konsole, geben das ein und jetzt müssen wir die Datei uns holen. Und was haben wir eben gelernt? Wir brauchen den in einer Zeile. Zack. Ich habe jetzt einfach bei Suchen ersetzen slash n ersetzt durch nichts. Slash n ist neue Zeile und doppelte Leerzeichen dann noch weggemacht. Und was haben wir gesagt? Was muss am Ende hin? Ein End on senden. Result. Sieht gut aus. Nö. Ich kann zwar das Relais schalten, aber ich sehe keine Leistung. In meinen Augen hätte er Werte geben sollen. Na gut, ich gehe nochmal suchen. Do, und da haben wir unser Problem. Shelly 3EM is not in the default compile pool. You have to compile yourself with defined use ADE 7880. Auf gut Deutsch, die Binärdatei, die ich eben runtergeladen habe oder installiert habe über den Webinstaller, die hat das Energy Monitoring nicht dabei. Ja, dann kann das nicht funktionieren. Heißt dann wohl kompilieren. Hier drunter ist von Arthur was Passendes verlinkt, nämlich der Tasmo Compiler. Den könnt ihr nutzen, wenn ihr einen Account bei GitHub habt. Einfach ein bisschen runterscrollen, da gibt es einen Link to Gitpod oder Gipod. Da kann man das zum Glück online in der Cloud machen. Continue with GitHub. Man muss da einmal autorisieren, dass er euren Namen und so weiter sehen darf. Sonst geht es leider nicht. Und wir sehen hier schon Pulling Container Image. Das Ganze ist so ein Docker-Geraffel. Und wir sehen hier unten schon Linking Dependencies. Also er ist jetzt da schon am Loslegen. Kann dann etwas dauern. Aber dafür läuft es dann halt komplett im Browser und man muss nicht rumhantieren mit irgendwelchen Compilern oder sowas auf dem eigenen Rechner. So, Server startet. Wir sehen hier oben, oder ich sehe es, dass er ein Pop-up blockiert hat. Das möchte ich nicht. Also Pop-up bitte erlauben. Da sind wir doch. Quellcode herunterladen. Okay. Weiter. Die Wi-Fi-Einstellungen möchte ich nicht drin haben. Funktionen ist ein Generic 8266 und zusätzliche Parameter. Ah, perfekt, da steht's. Und was wir jetzt hier machen müssen, ist einfach mal das vom Kollegen Arthur da rein kopieren. Mit Glück funktioniert das ja.
Zack, zack, kompilieren. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich meine, so etwa eine Minute hat es immer hier bei dem Cloud-Service gedauert. Was wir in der Zwischenzeit aber schon mal machen können, das ist auf die Seite gehen von Tasmota in die aktuellen Releases. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 12.2.0. Wenn wir runterscrollen, da gibt es unter Assets eine Tasmota minus, wo ist sie? Minimal Bin. Die müssen wir einmal runterladen und installieren. Denn dummerweise hat das Ding nicht genug Speicher, um zwei Firmwares gleichzeitig zu halten. Das heißt, wir gehen hier auf Main Menu, Firmware Upgrade und installieren erstmal die Minimal. So, Start Upgrade. Kann was dauern. Der installiert jetzt eine ganz kleine Firmware und die hat möglichst nichts drin, um genügend Platz zu haben, um am Schluss dann tatsächlich die große Firmware, die wir gerade kompilieren, hoffentlich installieren zu können. Sieht gut aus. Minimal Firmware, please upgrade. Jupp, mache ich, sobald der Compile durch ist. Ist er schon. Eine Minute und 7 Sekunden. Wir können jetzt hier die Firmware-Bin runterladen. Start Upgrade. Ne. Successful. Bootet neu. Wunderschön. Und wenn jetzt alles funktioniert hat. Ah, bingo. Da haben wir unsere ganzen Werte. Achso. Ja, never mind. Ich wollte gerade sagen, Frequenz ist etwas daneben mit 151 Hertz. Aber ja, okay, gut. Fairerweise muss man sagen, da ist halt nichts angeklemmt an den Ports. Ja, Current ist da. Power ist da. Apparent Power. Das sieht alles gut aus. Ja, dann haben wir das Ganze jetzt auch mit freier Firmware. Ja, und ich glaube, dann machen wir auch mal für das Video hier Schluss. Ich habe ja jetzt hier meine Firmware drauf und kann das Ding zum Messen benutzen. Auch für dreiphasige Sachen. Genauigkeit war zumindest bei dem Bereich so 200 Watt oder was ich eben gemessen hatte, mit dem, was ich sonst so messen kann, identisch. Also Genauigkeit scheint zu passen. Das mit dem Nullpunkt, der ein bisschen da hin und her ist, ein paar Watt, das ist ein bisschen nervig, aber kann ich, denke ich, im Notfall mit leben. Insgesamt, das Ding hier ist nicht gerade günstig, also ein Zwischenzähler, den man dazwischen in der Leitung montiert, wäre günstiger gewesen, aber diese Zähler haben dann meistens auch nur RS-485 oder sowas. Das heißt, man müsste noch daneben irgendeinen ESP bauen, der das Ganze dann netzwerkfähig macht. Das ist hier alles mit drin. Und vor allen Dingen, der hier hat halt diese Klemmen, die man nachträglich drum machen kann. Das heißt, wesentlich einfacher nachzurüsten, was je nach Anwendungsfall auch hilfreich sein kann. Und was man natürlich auch nicht vernachlässigen sollte, naja, das Ding hier, das hat eine Größe von einer Teileinheit plus die Trafos. Ein normaler Zähler, die ich hier bisher hatte, die sind da deutlich breiter. Was waren das? 6, 7 Teileinheiten, irgendwas um den Dreh. Also das hier deutlich kompakter. Das heißt also auch, wenn man nicht ganz so viel Platz hat, kriegt man hier sowas eher unter als die anderen Zähler. Ja, wie sich das Ding auf Dauer schlägt, das wird sich dann zeigen. Erstmal wandert es jetzt hier in die Kiste, weil für den Umbau vom Zähler, wo das rein soll, ist noch nicht alles da. Pardon, für den Verteiler natürlich. Ja, aber ich gehe ja eigentlich nicht davon aus, dass das groß Probleme macht, denn so Stromzählen ist jetzt nicht unbedingt Hexenwerk. Und jetzt dann eben auch lokal. Damit bin ich einverstanden. Das Ding taucht wie gewohnt bei mir auch in Home Assistant und Co. auf. Und damit würde ich dann mal das Kapitel schließen und hoffen, dass der hier auch längere Zeit das tut, was er soll.